Hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Der 1000 Best Betriebsausflug führt uns heuer nach Nordirland. Chaot, Fauli, Captain Cook und meine Wenigkeit Nesti Nils sind für euch unterwegs auf großer Reise. Fauli, wir machen da kurz ein Interview. Dass die Leute wissen, dass wir Motorrad fahren. Ah, okay. Danke, Martin. Ja, wir sind mit dem Motorrad hier mit dabei. Die R500 GS Adventure, die BMW XR, die zwei Adventures von KTM, die große und die kleine, die 1290er und die 1050er. Gestern sind wir in Dublin gelandet. Hat ein bisschen gedauert, bis wir unsere Motorräder ausgefasst haben, aber jetzt ist alles gut. Wir sind hier jetzt bei den, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, bitte lest selbst, sonst wäre ich wieder geschimpft, was ich für eine schreckliche Aussprache habe. Martin, wie spricht man das aus, diese komische Dings? Bathmore Stone Circles, ja. Der Code hat gesagt, das ist Stonehenge für Arme. Ich weiß nicht, es sind halt auch Steine, die im Kreis liegen. Wie ich die Aussage hier, the darkest sky in Northern Ireland. Da haben sie sicher recht. Die Wolken haben uns hier ein bisschen was von der Sonne genommen. Aber es ist trocken, was natürlich viel wichtiger ist. Und was die Wolken aber natürlich nicht verhindern können, ist, dass wir dieses unfassbare Grün hier genießen. Grün in allen Intensitätsstufen. Bleibt dran, schaut sich das an. So viel Grün werdet ihr nie mehr wiedersehen. Ja, wir sind da jetzt im Norden Irlands und im Nordirland unterwegs gewesen. Und ich muss sagen, so entspannt wie heute waren wir noch nie unterwegs, glaube ich, oder? Wir sind losgefahren, das war keine wilde Wettfahrt, sondern sehr entspannt, genießerisch. Ich glaube, das ist das Grün der Landschaft, das uns so ausgeglichen und ruhig gemacht hat. Meine Burschen, bevor die Zuseher jetzt einschlafen, was habt ihr da jetzt für Eindrücke bisher mitgenommen? Also es verwundert mich ein wenig, dass wir bis jetzt noch kein einziges Mal Regen hatten. Eigentlich habe ich es von Irland wirklich erwartet, dass wir die ganze Zeit im Regen fahren. Und dafür, dass es gestern bei der Anfahrt eigentlich relativ kühl war, muss ich sagen, ist es heute richtig angenehm. Richtig super zum Fahren. Spitzenmäßige Straßen. Ich möchte es nicht Straßen nennen, weil es so schmal ist. Dann muss man sich bemühen, dass man auf der richtigen Seite bleibt. Das ist in dem Fall links hier in diesem Land. Ja, macht voll viel Spaß. Danke, Nils. Das war der beste Urlaub meines Lebens. Schade, dass wir arbeiten müssen. Das mit dem Urlaub vergessen wir jetzt ganz schnell wieder. Stimmungsschwankungsmeister Code, der manchmal dem Suizid nahe ist und dann wieder Glücksausbrüchen ohne Ende. Wie geht's dir hier im Norden von Irland und in Nordirland? Das Wetter wurde ja schon angesprochen. Halt dein Mikrofon bitte selber. Ja, okay. Also das Wetter wurde schon angesprochen. Ich meine, es ist jetzt weit weg von einem Ideal. Ist jetzt nicht gerade so wie auf den Malediven, aber die Frau von der Tankstelle hat mich auch darauf angesprochen, dass wir das allerbeste Wetter haben. Es ist ja unglaublich, was wir für Glück haben. Es ist ein Traum. Ja. Ich meine, es ist einfach bewölkt und windig und 15 Grad. Aber offensichtlich ist das da schon so Stufe 9 von 10. Andererseits, auf den Malediven kann man, glaube ich, sehr schlecht Motorrad fahren und auf den Seychellen. Und deswegen für die Motorradfahrer sind halt trotzdem Gebiete wie Frankreich und England, Schottland, Irland echte Traumdestinationen. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist natürlich eine gescheite Bierverkostung, eine gescheite Whiskyverkostung und Meeresfrüchte. Aber das machen wir dann nachher. Jetzt schauen wir mal, dass wir lieber auf der linken Seite bleiben, weil ein paar Mal haben wir jetzt gemerkt, da switcht man wieder um. Wenn was kommen wäre, wäre es blöd. Ja. Deswegen schauen wir, dass wir mal ans Ziel kommen, dass wir die vier Motorräder nochmal durchtauschen und testen. Ich freue mich irrsinnig drauf, wenn mir taugt auch jede, muss ich sagen. Da werden wir dann auch noch drüber reden. Und ich gebe da jetzt wieder das Mikrofon, Nils. Danke. Für die, die noch dranbleiben sind, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ich werde dafür sorgen, es gibt keine Whiskyverkostung, keine Bierverkostung. Wir werden hier arbeiten, testen, fahren, damit ihr ein geiles Video habt und nicht drei besoffene volle Proletten. Keine Werbung, oder? Bam, bam.
Ja, der erste Tag hier. Ich bin überwältigt, muss ich sagen, Jungs. Hat mir gut gefallen. Und ich bin auch beruhigt, weil mein Englisch ist nicht so gut, aber ist überhaupt kein Problem, weil ihr versteht es auch niemanden hier. Die sprechen zwar sowas wie Englisch, aber man tut sich ein bisschen schwer, es zu verstehen. Es ist vielleicht so wie Burgenländisch, wenn man sagt, man kann Deutsch und versucht dann Burgenländisch zu verstehen. Na, war ein toller Tag und ich war überwältigt von den Farben und auch dort, wie man da am Strand dann war, unglaublich schön. Und überwältigt war ich auch, wie gut meine Teambuilding-Maßnahme funktioniert hat. Ich habe absichtlich, habe ich absichtlich die GS in den Morast geparkt, so richtig schön versenkt, absichtlich, weil ich ja will, dass dieser Betriebsausflug da auch zu einer Teambuilding-Maßnahme wird und dort haben dann die 1000 PS Mitarbeiter richtig zusammen mal anpacken müssen und die GS bergen, weil die heißt ja Adventure und da dachte ich, jetzt machen wir ein Abenteuer gemeinsam und das haben wir bravourös bestanden hier, die drei Manager, da war der Motivation Manager, der uns angefeuert hat, dann der Faule hat nichts kackelt, hat immer gesagt, wartet, schön Logistik, also Logistik übernommen, hat alles super funktioniert. Also Teambuilding hier in Irland war grandios. Ja, und schaut sich an die Landschaft von unserer Ausfahrt. Und ich habe schon zwei Schlücke da jetzt vom Guinness genommen, ich bin jetzt nicht mehr ganz arbeitsfähig, deswegen reiche ich weiter an den Chefredakteur, der ist sowas gewohnt, so. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, Eindrücke des Tages, den größten Eindruck hat der Helm meinem Bad hinterlassen. Ich bin total unzufrieden, es ist total out of shape heute. Bad Beer Day, wie man so schön sagt. Von der Landschaft muss ich sagen, ich war privat in Schottland vor 2 Jahren. Das hat mir insgesamt besser gefallen. Die Landschaft lebt halt erst auf, wenn die Sonne drauf scheint. Und wir haben heute sehr wechselhaftes Wetter gehabt, es hat Gott sei Dank nicht geregnet. Aber da merkt man genau, wie sich das verändert, wie dieses Grün rauskommt, wenn die Sonne hervorblitzt. Was mir auch natürlich voll taugt, dass wir mit 4 unterschiedlichen Motorrädern fahren, dass wir die wechseln können, so wie bei den Rogers on Tour fast, nur da gibt es überhaupt 12 oder 14 Motorräder, immer wieder durchwechseln, immer wieder das Motorrad erleben und vergleichen. Mir gefallen auch die Straßen irrsinnig gut, man fährt jetzt nicht dauernd irgendwie voll Topspeed, aber das macht überhaupt nichts, weil es einfach auf und ab geht und ganz typisch für England und für Schottland, Irland, auch die Single Trails, wo es dann fast einspurig wird, das ist echt leibend, sehr wenig Verkehr. Ganz schöne Städte, es ist ein Wahnsinn, wie viele Pubs da gibt, es ist unfassbar. Also wenn wir da jetzt vielleicht dann ganz am Schluss, ganz am Schluss, wenn wir schon komplett fertig sind mit dem Fahren am Montag, könnten wir uns ja so ganz am Schluss, könnten wir ja die alkoholfreien Bieren in jeden Pub testen. Aber wenn es um Bier geht, dann reiche ich jetzt gleich weiter an den Fauli, den Experten, der hat austrunken. Ja. Der hat dieses Kaffeebier, der liebt ja das Guinness. Wie hat es denn dir so taugt? Ja, danke, dass du am Ende kommst, weil ich habe jetzt wirklich schon fast ausgedrungen, weil du so langweilig viel redest. Also Eindrücke phänomenal. Irland gefällt mir schon auch sehr gut. Ich war auch vor vielen Jahren in Schottland und das hat einen extrem guten Nachgeschmack, weil das in Irland schon so ähnlich ausschaut. Nur der Unterschied zu dir ist, weil du gesagt hast, das lebt dann erst, wenn die Sonne drauf scheint. Ich habe es genau umgekehrt empfunden. Es hat mich irritiert eben, dass so viel Sonne da geschienen hat heute. Ich hätte sogar in meinen Bergen oben, kann man nicht sagen, aber es war eher so hügelig, wie in den schottischen Highlands. Hätte ich schon gern gehabt, dass das ein bisschen bewölkt bleibt und kühler ist. Hätte mich mehr an damals erinnert, aber müssen wir schauen, ob es morgen vielleicht kühler wird. Ja, dann komme ich zu einem Ende, wenn der Herr Kollege Koth einschläft. Ich wollte nur sagen, den größten Eindruck hat für mich die GS Adventure im Moor hinterlassen, die der Nils da fast versenkt hätte. Es ist gerade noch der Lenker rausgestanden, wir haben es Gott sei Dank noch gefunden. Und ja, dann lassen wir die Herrschaften da mal durchgehen. Ja, und was Sinnvolles ist. Oh, can I speak? Yeah, of course. What language are you? We are an Austrian motorcycle magazine, so please let's greet our visitors at home. So I say, hallo. Good, very good. Hallo, I love bikers. Where's your room? Room. Yeah. Da geht noch was. Ja, wo war ich? Ich glaube eh aus, oder? Ja, Einschlag vom Nils mit der GS Adventure. Ja, genau, Teambuilding von wegen, fast die Köpfe eingeschlagen. Aber hey, wir können ja morgen versuchen, es besser zu machen. Eine sinnvolle Sache noch. Eine sinnvolle Sache für die, die auch nach Irland und Nordirland reisen wollen, dass wir nicht nur Blödsinn reden. Also unbedingt Pflichtprogramm muss man machen. Die Atlantikküste hier im Norden, das glaube ich waren die schönsten Momente hier.
Atlantischer Ozean ist schon was anderes, wie wir sind Österreicher, für uns ist, ist der Neusiedler See schon Wahnsinn. Aber dieser Atlantik, diese pure Kraft, mit der die diese Küstenlinie geformt hat, ist schon überwältigend, ist ganz was anderes wie so ein kleines Mittelmeer oder sowas. Und das ist so, glaube ich, die wichtigste Nachricht des ersten Tages. Ihr müsst rüber den Atlantik, das war wirklich beeindruckend. Und da jetzt verabschieden wir uns in die Nacht drüber. Wir müssen uns jetzt um die Fenster drinnen kümmern, ganz, ganz Mörder. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, heute hat das Schicksal wieder gut gemeint mit der 1000 PS Crew. Herrliches Wetter, die Sonne brennt uns ins Gesicht. Wir sitzen hier an der nordirischen Küste. Heute hat es uns in die andere Richtung verschlagen. Wir sind quasi in der Früh von Megara losgefahren in Richtung Osten an die Küste. Und hier fahren wir jetzt die Küstenstraße entlang. Kaum lassen wir uns nieder, um unseren Kaffee zu genießen. Ein imposanter Anblick. Chaot war fix und fertig, oder? Ja, gerade jetzt ist noch ein Nachtzügler gekommen, nach ca. 50, 70er und 80er Jahre Ford, ein 3 Liter Capri, Wahnsinn, und dann ein paar so Rally, wie heißt der, kleine? Escort. Ja. Escort, Traum, Wahnsinn, habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Was war dein Highlight hier vom Fuhrpark? Blauer Escort, irgendwie mit Überrollkäfig. Hat wirklich cool ausgeschaut. Aber die Capri ist auch ein Wahnsinn. Aber bleiben wir bei den Motorrädern, oder? Da stehen auch irrsinnig viele Motorräder rum, dürfte ein Biker-Treff sein. Aber ich glaube, bei dem Wetter fahren alle raus. Vor allem, heute ist ja Sonntag. Also wir sind nicht alleine hier unterwegs. Und ja, ich bin wieder ein bisschen enttäuscht, dass es nicht regnet. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, wir können nicht erzählen, dass wir Irland gesehen haben, weil es hat noch nicht geregnet. Ganz arg. Was auch hier erstaunlich ist, Nordirland, wir sind jetzt hier auf so einem Parkplatz, naja, 15, 20 Motorräder haben wir jetzt hier schon gesehen, die einzigen BMWs haben wir mitgebracht, wenn man denkt, stillt sich auch bei uns. Also hier gibt es noch deutlich mehr Vielfalt, weiß nicht, was da los ist mit den nordirischen Motorradfahrern, aber wir, glaube ich, haben mit den Motorrädern insgesamt eine gute Wahl getroffen, die Straßenverhältnisse da prädestiniert für Reiseenduros, und jetzt freuen wir uns natürlich, wir fahren jetzt die Küstenstraße rauf nach Norden, und auch die Strecke der Northwest 200 werden wir inhalieren, da müssen wir uns jetzt natürlich ein bisschen stärken. Bleibt dran! Tja, wieder ist ein Tag vorbei hier in Nordirland, und bin immer noch geschlaucht und überwältigt zugleich von den tollen Erlebnissen, die wir heute gehabt haben. Es war so, dass wir heute die Küste entlang gefahren sind, und da habe ich gar nicht genug kriegen können von den Ausblicken, von den tollen, und da haben wir den Weg zurück fast nicht gefunden, weil wir immer weiter und immer weiter der Küste entlang gefahren sind. Highlights für euch zum Nachfahren, sicher Torhead. Ganz eine gewaltige Scenery und auch eine gewaltige Straße. Aber ich habe so die Befürchtung, dass dort nur jetzt in der Nebensaison Glas ist. Also von uns die Entscheidung, im September hinzufahren, war goldrichtig, weil wir haben nicht nur die Landschaft genossen, sondern auch die Straße genossen, sind wirklich toll gefahren, haben es echt inhaliert, die Strecken, die Landschaft und so diese andere Welt hier im Norden von Irland. Das ist schon ganz was anderes als bei uns in Mitteleuropa, und auch, wir kommen da doch viel rum, aber das hier ist eine andere Welt, und diese Eindrücke sind schon überwältigend gewesen. Ja, und dann in Portrush haben wir uns dann endlich losreißen können von der Küste, nach unglaublich vielen Kurven und unglaublich vielen Eindrücken sind wir wieder zurück ins Landesinnere gefahren und haben wieder an
grandiosen Tag gehabt und ein bisschen Beschwerde muss ich einreichen. Wir haben uns alle hier die Gore-Tex-Wäsche mitgenommen zum Testen. Kein Regentropfen, nur geiles Wetter, wenig Verkehr. Also September, Mitte, Ende September hier im Norden von Irland, scheinbar ein Geheimtipp, den man so weitergeben kann an unsere Zuseher. Aber jetzt gebe ich auch das Mikro weiter in die Runde an die euphorisch wirkende Crew, die voller Tatendrang euch jetzt sagen will, was wir heute so erlebt haben. Ja, und das mit dem Wetter brauche ich jetzt auch nicht mehr ansprechen, das hast du ja schon gemacht, dass es einfach noch nicht geregnet hat. Irgendwie hoffe ich ja fast schon auf morgen, dass es wenigstens einen Schauer gibt, wenn wir da in einer schönen Landschaft sind, dass wir das einmal mit Regen auch erleben können. Aber ja, wir wollen es nicht verschreien, Motorradfahren im Trockenen ist eh schöner. Ich gebe an den Kollegen Chaot weiter. Mir hat es auch sehr gut gefallen heute, der Ausflug. Ich mag ja eigentlich hohe Berge nicht. Also ich bin nicht so ein Passstraßen-Fan und diese Gegend hier gleicht eher so der buckligen Welt bei uns in der Nähe. Burgenland, Niederösterreich rüber. Das mag ich, diese Hügel einfach, wenn man so immer ein bisschen raufkommt, aber nicht zu weit. Wunderschöne Weiden, alles grün, nette Leute. Einmal sind wir stehen geblieben, hat uns eine Frau gleich quasi auf ihre Weide gelassen, auf so einen Felsen. Da haben wir dort unsere Videoaufnahmen machen können. Ganz offene Leute. Es kommen auch immer wieder Leute raus aus den Häusern, schauen uns zu. In Österreich ist das ja anders. Die haben dann schon den Hörer in der Hand und rufen dann die Polizei manchmal. Da sind die ganz anders. Da gibt es ja eben auch dieses North-West 200-Rennen, Straßenrennen. Die haben da einen anderen Bezug zu Motorrädern. Mich wundert trotzdem, dass man relativ wenig Motorräder sieht. Ich finde nicht, dass das viele waren. Also bei zwei, drei Stops waren so 10, 20, 30 Motorräder, aber nicht mehr. Und auch auf der Strecke haben wir eigentlich selten Motorrädern begegnet. Leider muss ich anmerken, wieder keine Meeresfrüchte für mich. Wieder mal Burger und zum vierten Mal Pommes. Vielleicht schaffen wir es doch noch morgen in Dublin oder so, dass wir Meeresfrüchte essen. Ansonsten wirklich ein schöner Tag, nicht so viele Kilometer, ich würde noch viel öfter stehen bleiben, die Zeit haben wir leider nicht, in diesen kleinen Ortschaften überall in den Café ein bisschen schauen, das ist leider ein bisschen ausgefallen, wenn wir natürlich auch ein bisschen Meter machen müssen, aber ich würde den sonst jedem Reisenden empfehlen, dass er sich einfach mehr Zeit nimmt und öfter mal absteckt und ja, in die Ferne blickt, den Ozean auf sich wirken lässt. So. Das war's von meiner Seite. Nicht verpassen, wir werden ja hier nicht nur von unseren Erlebnissen von der Reise berichten, sondern auch über die vier Testbikes berichten, die da wären. BMW S1000 XR, KTM 1290 Super Adventure, KTM 1050 Adventure und die 1200er GS Adventure von BMW. Da bringen wir vier Testvideos online, die müsst ihr euch auch reinziehen. Ansonsten geht's morgen wieder zurück nach Dublin, dort fliegen wir nach Hause und in diesem Sinne dranbleiben.